Ja, servus, hier ist KBH Sportwetten. Ich möchte euch mal meinen Tipp fürs Wochenende präsentieren. Ich würde sagen, wir starten einfach mal gleich los. In der zweiten Bundesliga, das ist auch mein einziger Tipp bis jetzt zum Wochenende, zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig. Hier bin ich auf den Sieg auf Bielefeld gegangen. Beide Mannschaften nicht gut gestartet, Aussteiger gegen Absteiger. Aber Bielefeld von der Spielanlage finde ich die gar nicht so schlecht. Jetzt gegen Heidenheim 1-1 gespielt. Zum Schluss sage ich mal ein bisschen glücklich, weil Heidenheim schon die besseren Chancen hatte. Aber Bielefeld hat auf jeden Fall die Qualität, hier zu gewinnen. Und Eintracht Braunschweig auswärts generell sehr schwach, sage ich mal, in der zweiten Liga bis jetzt. Und ja, ich sag mal, die Voraussetzungen sind gut, dass Bielefeld hier gewinnt. Und die Quote von 1,96 finde ich auf jeden Fall noch anspielbar. Und deswegen der Sieg auf Bielefeld. Der Rest finde ich echt schwer. Also Fortuna Düsseldorf, Jahn Regensburg. Hier habe ich noch einen Tipp abgegeben. Mit der Kartenwette. Eben habe ich zwar gesagt, ich habe bis jetzt nur eine Wette abgegeben, aber diese Kartenwette ist eher so als Spaß gedacht, deswegen nehme ich die auch nicht in meine Statistik mit auf. Jetzt habe ich das gerade übersprungen. Kartenwette, Kartenwette, Karten, 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 Karten. Wo sind die denn hier? Ich glaube, ich habe es schon wieder übersprungen. Hier auf gelbe Karten. Also gelbe Karten bin ich auf das 4,5 übergegangen. Da war die Quote vorhin noch bei 2,3. Jetzt bei 2,04 schwierig. Also wenn ihr wollt, könnt ihr es anspielen. Also wie gesagt, das ist eher nur so eine Spaßwette. Kommt auch nicht in meine Statistik. Wie gesagt, der einzige Tipp ist bis jetzt Sieg Bielefeld. Und ich bin jetzt hier auf die 4,5 über Karten gegangen. Also bei den Kartenwetten ist es auch so, bei einer gelben-roten Karte zählt es natürlich als zwei gelbe Karten und bei einer roten Karte, direkt roten Karte, zählt es auch als zwei Karten oder zwei gelbe Karten. Und die Quote war vorhin bei 2,3 für mich ein Tick zu hoch. Deswegen habe ich da Value gesehen und habe diesen Tipp angespielt. Aber nochmals gesagt, der kommt nicht in die Statistik. Bundesliga finde ich halt relativ schwierig jetzt am Wochenende. Wir können ja mal zusammen reinschauen. Jetzt bin ich wieder hier. Bisschen planlos unterwegs. Deswegen, also hier 22Bet kann man gut Karten und Überwetten anspielen, aber mit der Suche ist es hier manchmal echt schwerfindig oder kompliziert. Ja, Freiburg-Bochum würde ich gar nicht anspielen und Mainz-Leverkusen schwierig. Schalke-Union auch finde ich schwierig. Klar, Union der Favorit. Hertha Dortmund sehe ich Dortmund vorne, aber würde ich auch nicht anspielen zu dieser Quote. Leipzig-Wolfsburg, ist die Quote für Leipzig zu klein. Hoffenheim-Augsburg, genau das gleiche. Quote zu klein auf Hoffenheim. Bayern-Gladbach, ja, ist die Quote auch für Bayern zu klein. Und genau, Köln-Stuttgart, auch schwierig. Deswegen Bundesliga werde ich, wenn dann nur live was machen. Und kommt gerne mal in die kostenlose Telegram-Gruppe. Genau, in diesem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut, ciao.